Hallo und herzlich willkommen hier beim Freizeitministerium. Bist du Team abschneiden oder Team rausdrehen? Das könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen. Ich erkläre jetzt gleich mal in dem anschließenden Video, was der Unterschied ist, die Vorteile, Nachteile vom Abschneiden oder Rausdrehen. Ja, und worauf man achten soll, dass der Pilz oder beziehungsweise das Myzel keinen Schaden nimmt. Also zieht es euch rein, das geht auch relativ kurz. Ich hoffe, ich erkläre es ganz gut. Bis dann. Tschüss. Heute versuche ich mal, die Unklarheiten zu erklären, ob man einen Pilz abschneidet oder rausdreht. Also abschneiden, logischerweise Messer relativ weit runternehmen und den Pilz so tief wie es geht am Stiel abschneiden, damit nicht so viel in der Erde bleibt. Oder halt rausdrehen, Pilz anfassen, drehen, bisschen lockern. Dann ziehen wir den raus mit dem Ballen hier unten am Stielende. Der Vorteil ist, also das können wir jetzt, das decken wir wieder zu. Das Myzel ist jetzt noch unter der Erde von dem Pilz. Das ist bloß der Fruchtkörper. Und der Vorteil ist, wir nehmen den Pilz komplett raus, decken das wieder ab, passiert nichts. Jetzt putze ich zumindest den Pilz schon im Wald. Weil wenn ich diese Erde, Sand, was auch immer, in den Pilz werfe, in den Korb werfe und mehrere Pilze sind dann in dem Korb, dann kommen diese Steinchen, die gehen mir in den Schwamm rein, die kriege ich dann nicht wieder raus. Also das ist das, wenn es dann knirscht beim Essen. Ansonsten, wenn ihr den Pilz abschneidet, sagen wir mal jetzt zum Beispiel hier, ich schneide den jetzt einfach mal ab, als wenn wir den abschneiden würden beim Ernten. Dann entnehmen wir den Pilz und dieses Stück bleibt an dem Myzel, was unter der Erde ist, bleibt dran. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Myzel wieder, dieses Pilzende wieder abdecken mit bisschen Erde oder Moos, was auch immer, damit das nicht anfängt zu schimmeln. Weil wenn dieses Stückchen, was an dem Myzel dran ist, wenn das schimmelt, kann das in dieses Myzel übergehen, erkrankt der ganze Pilz unterirdisch, also dieses Myzel. Also deswegen deckt man sowas zu. Also ob man es nun abschneidet oder rausdreht, ist eigentlich egal. Wichtig ist wieder zumachen und meiner Meinung nach wichtig, den Pilz im Wald schon säubern. So. Ich hoffe, das war eine kurze Erklärung, die ein bisschen logisch klang und wenn man es versteht, behält man es länger im Kopf, als wenn man es mal gehört hat. So, ihr Lieben, falls es euch gefallen hat, hinterlasst ein Abo, könnt doch gerne was kommentieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann.